So, wie angekündigt, etwas später als 18 Uhr. Ich habe vergessen, das hier anzumachen. So, das ist wenigstens ein bisschen Licht, weil hier ist eine Wand quasi hier vorne. Sieht man ja hier mit dem Dings. deswegen kommt da nicht so viel Licht durch. Obwohl genau da in der Ecke ist eine Tür, wo Licht reinscheinen könnte, aber durch dieses Kallax-Regal, was quasi voll ist, da sieht man das. Kommt kein Licht durch so richtig. Ja. So, Plan ist definitiv heute Tomb Raider 2 zu beenden. Dürfte auch eigentlich nur noch ein wirklich langes Level geben. Und dann schauen wir mal. Wie das so wird. So, wechseln wir schon mal so. Retro Arc brauchen wieder ein bisschen. So, Core laden. Kann auch nicht dabei sein, bin aber im Lurk. Okay. Dann bis gleich. Sorry, Bud. Falls ich nicht bis dahin durch bin. Ha 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 ha. Jeder andere ja, ich nein. Ja. So. Wir laden. Die schwimmenden Inseln, immer noch der. Die dümmste Übersetzung, die man hätte wählen können, aber na gut. Ach so, das war ja da drüben. Irgendwo da drüben konnte man doch. Da war doch irgendwo der Jade da, da. Und die anderen beiden muss ich mal schauen. Ich glaube, der Golddrache war später irgendwie bei so einer Seilbahn. Und der andere. Puh, keine Ahnung. Das sind ja die letzten drei Secrets, die ich irgendwie kriegen muss. Was liegt da unten? Keine Ahnung. So war nicht der Plan. Wie viel halten die denn aus mit der Shotgun? Schuss. Oh, das ist doch schon ein bisschen was. schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall immer gefühlt das verwirrendste Level, was es hier gibt, irgendwie. Kann ich von da. Ah, nee, da kann ich nur rüber. Okay. Gott, warum laggt es denn so? Kommt der Emulator damit nicht klar? Und dann noch das gleichzeitige von Disk laden. So. Versuch 2. Versuch 2 ging zu weit? What? Okay. Ach so, weil das liegt eine Ebene tiefer, deswegen. Nein, spring doch, Lara. Krieg ich den mit Pistol down? Ja, okay, das war doch recht solide. Obwohl, ich glaube, ich weiß. War das wirklich der Golddrache? Moment, jetzt muss ich überlegen, ob das der Golddrache ist. Ich habe gerade so einen Gedanken.
Was? Wo kommst du denn her? Mach halt noch mehr Schaden. Aber ernsthaft, wo kommt der denn auf einmal her? Gerade in dem Versuch davor war der nicht hier. Egal. Dadurch, dass die beiden jetzt tot sind, speichern wir. Oh, das ist schlecht. Ich muss doch wahrscheinlich relativ weit nach hinten, damit ich weit von oben darüber springen kann, oder? Und man muss auch vielleicht noch schnell genug drücken. Ja. Kann nicht so schwer sein. Auf jeden Fall ist Laden schneller als wieder hochklettern. So. Geht doch. So, Hebel ziehen. Achso, vielleicht sollte ich die Waffe wechseln. So. Der macht aber schon ordentlich Damage. Wann stehen die hier auf? Also ich glaube, das sind auch so ziemlich die schlimmsten Gegner in diesem Spiel. Aber gut, fürs quasi mehr oder weniger letzte Level. So. Aha. Medipack, Fackeln. Aha. Was auch immer das ist. Ich glaube, die sind aufgestanden. Oder der eine zumindest. Nein. Puh. Auf jeden Fall nicht so schön. Der stört gewaltig. Ja, steh halt genau da. Der Schaden. Exorbitant. Irgendwie muss ich auf das Dach kommen. Komme ich bei dem Baum da? Okay. Das könnte der Plan sein. Ja, wenn man nicht runterfällt, geht das vielleicht. Lara, du sollst springen. Ich drücke Viereck.
Kann doch nicht so schwer sein. Echt jetzt? Das ist so gerade auch geschafft. So. Dann machen wir das halt umständlich. Falls das überhaupt klappt, so wie ich denke. Nein, natürlich nicht. Der knackende Sound ist hier ja mal extrem. Wahrscheinlich durch diese Windeffekte, aber ich habe keine Lösung gefunden dafür. Aha. Ah, jetzt ist es wenigstens weg, weil Secret Sound das zerstört hat. Lebt der andere jetzt auch? Komm ich hier nochmal hin? Speicher mal. What? Steht der auf, wenn ich da auf diese eine Stelle gehe? Oder ist es ein anderer, der angeflogen kommt? Darüber. Der Sprung ist doch viel zu weit, oder? Durch diese Schwarz kann ich das ganz schlecht einschätzen. Reicht das? Nee. Vielleicht von weiter oben? Muss ich den einen jetzt überhaupt töten? Kann ich nicht auch vielleicht anders? Nee, das ist definitiv zu weit. Würde ich behaupten. So, der ist kaputt. Vielleicht von ein bisschen höher darüber springen. Schauen wir mal. Auch nicht. Wie war? Wo war? Oder ist das nur von da hier rüberkommen? Aber man muss doch irgendwo wieder zurückkommen. Und der Sprung ist definitiv zu weit. Also ich würde schon sagen, dass das hier mindestens drei Blöcke sind und ich habe keine Handhabe da hinzulaufen, weil hier rutsche ich auch runter. Ah ne, hier rutsche ich nicht runter. Dann könnte das vielleicht passen. Nee, ist doch zu weit. Und zu tief. Hä? Muss doch hier wieder wegkommen. Moment, gab's hier nicht auch irgendwie unten drunter irgendwo so ein Kram? Ja. Aber das Tor ist nicht offen.
Dann Hebel daneben. Nee. So schon mal nicht. Habe ich in dem Häuschen einen Hebel übersehen? Ganz kurz was nachschauen. 5000 Nachrichten. Hat da noch ein Hebel? Meine Güte. Ja, Kamera, ich sehe nichts. Danke. Das ist, glaube ich, zu weit. Ja. Dieser Sound, das nervt halt auch wirklich. Nee, hier war nichts. Was? So. Nein. Jetzt, wo ich hier nicht hoch möchte, da schaffe ich das besser als vorher. Really? Und hier hinter ist tot und verdammt. Ach, das ist eine unsichtbare Wand. Hä? What? Gott, keine Orientierung gehabt, ich war am falschen Punkt. Verstehe es nicht. Hast du was verpasst? Nein. Sagen wir mal nein. Weil ich gerade ein bisschen rumirre, weil ich keinen Plan mehr habe, aber. Ach, da ist der Hebel. Ah. Ja, das ist halt auch so ein Level. Da habe ich schon immer Orientierungsprobleme. Ja, den habe ich. Den Jadedrachen habe ich. Den habe ich. Das habe ich sogar noch am Ende vom letzten Mal gesagt, dass man den schon auf dem Dach von dem Häuschen sieht, weil das wusste ich noch. Ich glaube, der Gold- oder Schweindrache ist in der Nähe von dieser Seilbahn irgendwo, in so einem extra Raum, wo zwei von diesen Typen mit den Speeren sind. Und den letzten kriege ich auch noch irgendwie hin. Wenn das so richtig ist. Aber schauen wir mal. Könnte sein, dass der in dem. Wenn das in das. Das muss das Level sein, irgendwo. Wo so. Ist da Lava? Da sind so Spalte im Boden mit Lava? Kann das sein? Ich müsste überlegen. Ja, also ich werde schon irgendwie hinkriegen, hoffe ich. Das Einzige, was mich hier wirklich stört, ist der Sound, der halt komplett rumknackt, aber das wird am Emulator hundertprozentig liegen und ich. Vielleicht, wenn man das BIOS hätte, ich habe keine PS, wo man sich das, wo ich das BIOS mir runterladen könnte, deswegen wäre es nicht mal legal und deswegen mache ich das nicht. Mir das einfach runterladen. Ja. So. Und weil ich halt vergessen habe, das eine Ding. Da ist auch ein Hebel? Ein Hebel im. Achso, das ist die andere Seite des Hebels, ich wollte gerade sagen.
Auf jeden Fall habe ich gestern tatsächlich die letzten, keine Ahnung, wie viele Stunden du noch gestreamt hast, nicht viel mitbekommen. Ich war wirklich so am Eimer. Ich weiß auch nicht, also es ging gestern gar nicht. Warum hat die den Schritt zu viel gemacht? Nein, ich wollte doch sowieso hier speichern. Ah. Aber ich wollte erst die Typen noch töten. Ach so, ich dachte, ich hätte viel weiter hinten gespeichert. Dann geht das ja noch. Wüsste gar nicht, wie Zisterne jetzt gerade klingt. Ist das nicht so ähnlich wie jetzt, nur ohne dieses Geknacke? Wann kommen die denn? So. Achso, Moment. Das wäre doch eigentlich jetzt der optimale Zeitpunkt, um das hier zu benutzen. In der Zisterne fauchte ich die ganze Zeit auch ein Vieh an, okay. Weiß, dass ich da unten zu diesem Ding hin muss. Wie komme ich denn da am sinnigsten hin? Von hier? Vermutlich nicht. Aber ich glaube, das ist der sicherere Weg, um nach unten zu kommen. Ja, nur im Nahkampf ist es, also relativ im Nahkampf ist es halt immer so ein bisschen bescheiden, die M16 zu benutzen. Weil es ja immer diesen Moment dauert, bis sie anvisiert und die Waffe schussbereit hat, und das ist ja schon ein bisschen fatal. Wahrscheinlich mache ich das jetzt hier gerade total umständlich. Aber ich komme dahin, wo ich möchte. Sage ich jetzt. So. Aha. Schafft man diesen Sprung? Schauen wir mal. Okay, von hier schafft man den Sprung. Und dann wird der hier getriggert. Warum weißt du das denn nicht auf Anhieb? Weil du es anders machst. Ja, okay, ich verstehe. Oh, der Sound ist weg. Der Sound ist weg. Ja. Nein, nicht zurückkommen, Sound. Nicht. Stopp. Moment. Moment, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie ich hier. So.
Weil ich gerade esse und keinen Bock auf Beschreiben habe. Immer diese Leute, die essen müssen. Scheiß Grundbedürfnis. Gib mir einen Frostpunk auch auf den Keks. Ich will mal aufhören, nach Essen zu schreien. Hätte ich weniger Probleme. Das bringt mich aber auch nicht weiter, wenn die Bevölkerung tot ist. Da habe ich nichts gewonnen. Kannst nicht alles haben. Puh. Und reist. Aha. No? Dann nehmen wir die andere. Aha. So. Hast du dann 100% im ganzen Spiel? Ein Drache war aber hier, da. Da, ich hab. Den habe ich schon mal im Blick. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme, jetzt gerade auf Anhieb, aber ich weiß, dass der Drache da ist. Aha. Da gibt's keinen dazwischen. Das ist... Moment, da kommt. Hä? What? Kugel? Die haben ihren Einsatz verpasst. War das nicht auch komplett bescheiden, da hinzukommen? Es gibt eine Möglichkeit, dass das grüne Pech schwarz ist und man ihn vor dem ewigen Nichts nicht unterscheiden kann. What? Klingt ja nach purem Spaß. Das nicht so komisch hier? Ja, sag ich doch. Aha. Ich habe mich an irgendwie so einen Gang noch halb erinnert. Ich habe nur diesen Gang gesucht. Ich habe halt nicht auf Anhieb erkannt, dass es hinter dem Baum war. Und dann kam so ein bisschen gerade die Erinnerung wieder. So. Fehlt nur noch Golddrache. Und dann haben wir alle Drachen in diesem Spiel.
Obwohl, nein, einen müssen wir noch töten. Einen müssen wir noch töten dann. Ah. Ja, Aufstehanimation OP. Wahrscheinlich ist es noch nicht mal der Plan, das so zu machen, aber hey. Wieder andere Seite. Da drüben erwacht dann einer. Ich glaube, da unten waren auch noch Dudes. Oh, das war ungünstig. Oh nein, jetzt kommt doch der. Wenn ich jetzt hier hochgehe, das ist doch der. Ist das nicht der bescheuertste Raum? Unter anderem? Nee, okay, ich hab einen anderen Raum in Erinnerung. Ich hab so einen Raum in Erinnerung. Da geht man rein und ich glaube, man geht rein und dann rechts, also leicht rechts und dann links um die Ecke. Und dann stehen da zwei von diesen mit den Speertypen. Und der Raum ist einfach nur ekelartig. War hier unten was? Ah ne, nur Textur. Also ich weiß gar nicht, wie. Ohne Schaden stelle ich mir manche Level hier wirklich. Also. Soweit es geht ohne Schaden, sehr schlimm vor. Hä? Hä? Kann ich mich hier hochziehen? What? Ach, das ist hier niedriger. Wow. Moment, das ist die andere Seite davon. Aber da ist noch ein Gang oder so. Aber das ist eine Schräge, wo ich runterrutsche, stimmt's? Speichern wir mal. Weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, hier um die Ecke so zu springen. Ja, so bestimmt nicht. Wenn man noch halb drauf läuft. Das Einzige, was ich jetzt dazugelernt habe, ist, das ist wirklich eindeutig eine Schräge. Aber sonst. Nein, Sound! Stop it! What? Okay. Kann ich von hier rüberspringen? Ja, okay. Ach, hier. Okay.
Speichern? Ja, ein bisschen Glück gehabt, ja. Ich wusste, dass ich aber hier drauf landen muss. Hier ist der Ra- Da, dahinter sind die dann. Aber erstmal muss ich wahrscheinlich doch was anderes machen, weil hier kommen die nicht so einfach, stimmt's? Ach, doch. Moment, werden die erst wach, wenn ich den Hebel gezogen habe? Ja. Ah, weg hier. Nein, Lara, halt dich fest. Es waren auf jeden Fall drei anscheinend. Also das war auf jeden Fall der Raum, den ich im Sinn hatte. Wenn man schnell genug wäre, könnte man es wahrscheinlich schaffen, ohne die zu töten. Und wenn man besser spielen würde. Ich war zu früh dran. Wow. Egal. Du und deine Lurene da. Schon wieder. Halt dich fest! Halt dich fest! Oh Mann, ich hab doch keine Lust, die zu töten. Mehr als ich habe. Aber gut, ich muss erstmal die 50 Follower erreichen. Warum war das denn jetzt besser als da... Na gut. Wie viele Granaten halten die denn eigentlich aus? Okay, das war okay. Vierle. Der war schon fast gut. Hätte von mir sein können. Ah. So, jetzt laufe ich einmal im Kreis, um nochmal die Seilbahn zu nehmen und da hinten anzukommen. Und da hinten müsste irgendwo, glaube ich, der Golddrache dann in dem Bereich sein. Ja. Als ob ich gute Witze mache. Das sind immer diese schlechten... Und ich glaube, du hast genug von meinen LPs auch mitbekommen, gesehen, um sagen zu können, ja, dem ist so. Wow, 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 wow. Wow. Gehen wir jetzt die Schiene, sorry, Bud. Hm,
Das kann ich dir jetzt nicht auf Anhieb antworten, weil ich nicht weiß, ob wir genau gleich gedacht haben. Nein! Natürlich rutsche ich auch noch bis in den Abgrund. Wo habe ich gespeichert? Ja, dann habe ich den genauso verstanden, wie du ihn gemeint hast. Deswegen auch, wenn wir jetzt gehen wir jetzt auf die Schiene, weil ich es genauso verstanden habe. Nein, hör, stop it! Stop it! Sorry, Mann! Stop! Das nächste tun wir, da wird's wirklich. Huh. Und wird wieder auch das letzte sein, was ich auf der PS1-Version spielen werde, weil bei den anderen ist es total sinnlos. Weil es da keinen Unterschied macht wegen PC. Guck. Die Classic Tomb Raider überhaupt für aktuelle Konsolen mit Trophies. Ich wäre so dabei. Innerhalb eines Tages, aber ich wahrscheinlich nicht. Aber kommt auch immer drauf an, was das für Achievements wären. Stirb bitte. Danke. Ja, kein. Also kein Medipack benutzen wäre ja kein Thema, wenn man genug speichern kann. Theoretisch. Also, oder wenn es die normalen von der PS1-Version sind, die Speicherpunkte, ja, selbst dann würde man es hinkriegen. Dann muss man halt jedes Mal so lange spielen, bis man am besten da durchgekommen ist. Ich weiß, dass ich da hinten reinspringen muss, aber war hier nicht noch irgendwo der Golddrache? Nein! Wow, wow. Wie viel Glück wollen Sie haben? Ja. Jetzt kann ich da reinspringen. Da ist doch der Golddrache. No load, no meds, no pistol, no secrets. Und das in einem Run. Dann wäre ich sowas von raus. Weil so gut wäre ich nicht. Weil irgendwo daneben springen und schon ist vorbei. Und das nach vielleicht 5 Stunden Spielzeit, was weiß ich.
Weil ich kein Speedrunner bin und deswegen keine Speedrun-Taktiken kenne. Oh, das sind Stacheln. Ich dachte, es geht runter. Was ist denn die nächste? No Medipacks, no Secrets, no Pistol oder so ein Kram? Also fast das. Ach so. Also hier komme ich nicht mit Gehen runter. Heißt, ich muss tatsächlich erstmal hier hin. Autsch! What? Ich kann von der Stelle ja nicht springen. Wie soll man... Oder ist in diese Lücke springen das Secret? Und hier unten geht's... Ich schau erst mal, was hier unten ist. Und wenn ich, muss ich sowieso noch mal laden. Das ist alles kein Problem. Gehen wir schon hin. Auf jeden Fall heile ich mich mal. Ah doch, hier kann ich... Wie? Wie soll man denn da durchkommen? What? How? Ich schau erstmal, was das andere war. Ach so. Verdammt, da rutscht man ja runter. Schafft man das mit einem... Ey, Lara, du sollst springen. Danke. Aber solange ich hier oben bin... Man kann den Block schieben? Die Idee bin ich nicht gekommen. Block schieben war so... So weit weg... von meinem Gedanken. Dass ich da absolut nicht drauf gekommen bin. Ach so. Okay. Hier ist nur ein Hebel. Aha. Jetzt dahin, wo ich gerade war. Ah. Oh. Ja. What? Nein, hab ich nicht.
Ich weiß, dass du anscheinend Marco geraidet hast. Das ist das, was ich mitbekommen habe, als ich irgendwann nachts wach geworden bin. Hat ein Afterlevel? Aha. Ach, da ist ein Hebel. Haha, wusste ich. Pixel perfekt. Das klingt ekelartig. So, und jetzt muss ich da oben rein, oder wie? Okay. Schauen wir mal. Das, was mich am meisten stört, ist, mit Gehen kann ich nicht so vernünftig gehen wie in der PC-Version. Bei der PC-Version kann ich auch links um die Ecke gehen, rechts um die Ecke gehen, aber hier, wenn ich analog vorne und links klicke, Ach so, ist es zu dunkel? Ja, Entschuldigung. Mach ich. Weil ich wusste, dass ich da drüben nicht landen kann. Ich dachte nur, ich schaffe das ohne Probleme da mit dem Hangeln. Weil das habe ich nämlich gesehen, dass man da hangeln kann. What? Nicht so schlimm wie gedacht. Okay, ich glaube, hier kommen ein paar Gegner. Ich speichere mal. Doch, die Wand hatte ich gesehen. War hier ein Hebel irgendwo? Musste ich zuerst in die Mitte? Wo Golddrache? Okay, ich muss und Moment, ist das hier nicht wieder so eine Sollschaden oder fast Sollschadenstelle? Ja. Der Kackraum. Der war super spaßig auf dem Handy. Ich hätte das Handy fast weggeworfen. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja. Und Lara brennt. Ja, ich werde jetzt auch die Uzi benutzen. Ich dachte nur, ich spare mir die Uzi vielleicht noch ein bisschen auf, aber
Ja. Gamer-Probleme. Ja, Lara, fall halt einfach dran vorbei. Freaking kidding. Du sollst... What? Du sollst den Hebel ziehen. Abgesehen vom Leben finde ich jeden anderen menschlichen Gegner stärker als die Messerwerfer. Okay. Heilung. Ach so, ich dachte, wird versteinert gerade. Wow. So. Gib mir die Munition. Und das Medipack. Aha. 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 Also ich meine, ich finde die Gegner schon arg, aber ich kann jetzt nicht sagen, es gibt Gegner, die ich schlimmer finde, ohne dich zu spoilern. Deswegen kann ich nichts dazu sagen. Weiter. Ich beziehe mich nicht auf 1 bis 3. Problem fängt damit an, dass du Teil 4 noch nicht gespielt hast. Obwohl es für mich dann spaßig wird, wenn du das als nächstes dann spielst. Also. Ja. Und Teil 5 hast du ja auch noch nicht gespielt. Also es gibt noch Momente. Ich werde meinen Spaß haben. Dauert noch ein paar Wochen. Ach, du kannst mich doch nicht so auf die Folter spannen. Aha. Haargenau eine Stelle aus 5. Ach so, Moment. Golddrache. War der hier irgendwo? Würde mich ja wirklich mal interessieren, welche Stelle du kennst. Okay. Hier unten habe ich, glaube ich, gespeichert, ja. Ist das ein Fehler? Nee, ich komme noch sowieso wieder nach oben. Weil ich ja die Tür da aufgemacht habe.
Aha. Mit wem anderen? Oh. Die Person kennt dann wahrscheinlich Tomb Raider 4 und dann, oh nein. Please no. So. Ach, mit ihm. Mal sehen, ob ich dann genauso viel Spaß haben werde, aber ist dein Stream, der, also von daher, du kannst machen, was du willst, logischerweise. Nein, ist das nicht wieder so eine... Wow. Den Anfang kennst du noch relativ gut. Wie weit hast du denn Tomb Raider 4 gespielt? Sagen wir es mal so. Oder kennst du, sagen wir mal so. Ich könnte mir vorstellen, was du meinst. Und wenn ja, dann ist das nicht weit. Also, wirklich nicht weit. Ich hasse diesen Drehmove. What? Nein, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Oder ging das hier so auch mit diesem... Ah, doch. Ich habe von Sorry But Dinge gelernt. Wie sehr... Ah, ich weiß, wo der Golddrache ist. Ich weiß es. Ja, sorry, Mann. Ja, weil ich da nicht so viel Tasten drücken muss.
Auf der Seite oder auf der anderen Seite? Irgendwo hier war der Drache. So schon mal nicht. Heißt, wir springen mal hier rüber. Um dann da reinzuspringen. Wahrscheinlich ist das jetzt nur der Weg nach draußen und der Golddrache lag irgendwo da unten. Aber irgendwie so war das. Schauen wir mal. Oder lag der hier draußen? Da. Gefindet. Aha. Tadün. Zwei Schwerter und ein... Hat dich das irgendwie ein bisschen traumatisiert oder so? Nein, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Was? Ins Blaue geraten. Das war einfach nur dämlich. Moment, ist nicht hier sogar gleich Levelende schon? So. Eieieiei, das war dämlich. Falsche Taste. Kann doch nicht so schwer sein. So, Moment, muss ich da überhaupt? Ich kann doch einfach jetzt hier reinspringen. Ja, ich bin auch ein Held. Sechs Medipacks. Huh. Sekreten. Wow. Aha. Widerlich. Aha. So. Hä? Ach, Moment, musste ich nicht erst... So, wer ist der Nächste? Hm. Erst nach dem Hebel? Ah.
waren sogar nur drei. Also wenn ich richtig treffe, brauche ich nur drei. Ein Crit in Tomb Raider. Das wäre ja mal was ganz Interessantes. Ah, beide sind wach geworden. Wow. Wow, wow, wow. Das wäre reinste Folter, wenn die auch noch kritten könnten. Ach, hallo! Treff doch mal. Nö. Was meinst du, das triff? Doch mal. Scheiß Klugscheißer, ich weiß. So funktioniert der Witz nicht, wenn ich sage, das heißt triff doch mal, dann kannst du nicht Treffi sagen. Ich habe nicht gesagt mit I. Aha. Nicht verbuddeln, bitte. Jetzt kommt Dragon. Wie viel hielt der denn aus? Ah. Lara brennt schon? Wow. Ich weiß halt auch einfach gar nicht mehr, wie viel der aushält. Kann man den... Danke! Ja, stop it. Ja, wahrscheinlich wäre es sinniger mit den Granaten. Nein! Oh, das war knapp.
Nein! Ja, wow. Auf jeden Fall habe ich jetzt grob verstanden, wie man den vielleicht ohne, dass er Feuer spuckt, besiegen könnte. Weil das ist so ein Achievement auf dem Handy, was ich nicht geschafft habe. Moment, ich habe Granatwerfer noch ausgerüstet, stimmt's? Ja. Falls das überhaupt funktioniert und nicht auch am Rumbuggen ist. Wow, what? ja, das ist, also die, wie gesagt, die Achievements auf dem Handy sind sowieso zum Teil verbuggt. Wie gesagt, es gibt den Erfolg, die Spinnenhöhle zu durchqueren, ohne eine Spinne zu töten und ohne Schaden zu kassieren. Ich habe das versucht, hab's auch quasi geschafft und das Spiel sagt einfach, nö, funktioniert nicht. Also quasi ungefähr so. Könnte man das schaffen. So, jetzt zu seinem Bau. Nein! Lara! Da ist doch nicht ins Wasser! Schnell! Ja, jetzt mach doch! What the fuck? Ja, ich hab X gedrückt ein paar Mal und es passierte einfach nichts. Fuck. Genau. What? Ich hab mich doch geheilt. Hat er so viel Schaden mit einmal gemacht? Ich dachte, ich krieg das jetzt bis 8 durch. Aber wenn ich mich so weiter anstelle, wird das kritisch. Ja. Oh Gott, ich sehe nichts. Ja, wow. Ja, wenn ich da drin festbugge. Müll. Der Feind ist halt auch einfach nervig. Wow. Ja, nee, Cheesen ist ja langweilig.
Wenn man sich einfach quasi an Punkt X hinstellen muss und dann ballert man drauf und dann hat man ihn down, das ist... Nee, nee. Auf einmal immer, weißt du, er holt noch aus, ich könnte mich noch heilen, aber nein, man kriegt schon Schaden, während er ausholt, das ist, ich hab schon ein bisschen was an Uzi-Munition, aber ich will das jetzt prinzipmäßig so machen. Also, manchmal ist dieser Schaden so unvorhergesehen. Also, das ist jetzt eine Prinzipsache. Und dann bin ich stur. What the... Warum fliegt die denn durch? Ich kann jetzt theoretisch noch an dem anderen Kram sterben, deswegen speichere ich. Ja, what? Kamera, stop doing things. Nein, ich wollte speichern. Juckt mein Auge denn jetzt so? Ah. Hey, wir haben eins der Weltwunder ein bisschen demoliert. Who cares? So wie sie reingekommen ist. Naja, ich meine durch eine Tür quasi. Das war gemeint.
Ja, die kommen gleich, ich weiß. Die sind gleich hier. Ach, da ist schon der erste. Ich will eine Sache prüfen, bevor ich alle töte. So. Und hatte bestimmt keine Zeit, nochmal durchzuteilen. Was? War es auf Lara bezogen oder was? Ja, macht man. Ich will was prüfen. Dinge, die ich vorher nicht gewusst habe und irgendwie letztens mal gelesen habe. Alter, kannst du aufhören? Aufhören. Ich habe irgendwo mal habe ich ein Bild gesehen oder was gelesen, dass man irgendwo Winston, vielleicht ist es auch ein Fanmade Level, tot im Kühlschrank finden kann. What the hell? Weil ich habe das irgendwo letztens mal, weil ich was nachgucken. Ich weiß nur nicht wo. Weil ich irgendwas nachgeguckt hatte wegen Tomb Raider und das auf der normalen Wiki-Seite oder so und dann bin ich da irgendwo gelandet. Fun Fact, man kann sich hier drin auch einsperren. Meine ich. Wenn man schnell genug ist, aber egal. Ein großes habe ich noch, okay. Schnell das aufsammeln. Vor allem mit was für einer Armee, die einfach zu Lara fahren, um mir den Dolch wegnehmen zu wollen. Hallo? Hallo? Ja? Ist da drin noch irgendwo einer? Ich weiß, dass zum Ende noch so ein Dicker kommt. War es nicht der letzte jetzt? Ja, sag ich doch. Bist du immer noch hier? Bist du noch da? Na, oder so. Und es hat. Die Cutscene ist natürlich wieder asynchron, aber egal. The end! Hey, du hast dir Cat Jam gemerkt. Und nicht Jam Cat. Oder du hast einfach Better TD wie aufgemacht.
Ne, den habe ich nicht. Pepe Jam kenne ich nicht mal. Ich habe ja nur diese 7 oder so, die ich da drin habe. Oder war. Du hast. Habe ich wo. Ich habe aber 7 Stück da reingepackt in Better Dings. Safe. War Cat Jam nicht dabei? Welche habe ich denn sonst da drin? Also ich sehe Cat Jam bei mir rechts in dem Dings. Dann ist es. Dann muss ich bei Stream Elements vielleicht noch irgendwas aktivieren. Das weiß ich nicht. Weil ich sehe es in meinem OBS sehe ich das. Cat Jam sehe ich, Pepe Jam nicht. Deswegen, vielleicht muss ich bei Stream Elements irgendwas einstellen. Da muss ich mal nachschauen. Ich wusste nicht, dass das nicht angezeigt wird. Das habe ich nicht getestet. Ich dachte, man gibt es einfach ein, dass es freigeschaltet ist und dann ist es da. 48 Dings. Oh, knapp 11 Stunden fast gebraucht. Okay, besiegte Gegner. Also, reine Spielzeit. Insgesamt habe ich länger gebaut als 11 Stunden. Wie viele Stunden habe ich gebraucht? 12, 13, 14? Was? Stream Elements? Natürlich habe ich Stream Elements mit meinem Dings verbunden. Sonst könnte ich meinen. Hätte ich meinen Chat hier nicht. Weil Stream. Der Chat ist über Stream Elements eingebunden. Aber. Das schaue ich bis zum nächsten Mal nach. Ja, klar. Irgendwer hat mir das erklärt. Was kann ich denn hier speichern? Ist ja auch egal. Wie ich das überhaupt anschalte. Und dann habe ich da die 7 Stück rausgesucht. Moment. Weiß genau, wer das mir geschrieben hat. Das können wir jetzt on the fly testen. So, freigeschaltet habe ich Cat Jam auf jeden Fall. Verbindung mit Discord verknüpfen, mit YouTube verknüpfen? Nein. Bots? Ich könnte einen Bot hier hinzufügen bei Better TTV. Achso, die werden extra Dings haben, aber mehr wüsste ich da nicht. Was? Es gibt ein NG Plus in Tomb Raider? Einfach ein neues Spiel machen oder wie? Oder muss ich dafür laden? Das sind Dinge, die habe ich noch nie gewusst. Also hier habe ich keine Sachen. Spielladen. Und was soll ich hier laden? Weil hier ist nichts mit. Okay, alles unendlich. Oder wie? Moment, wann kommt der Tiger? Ah, ich höre ihn schon. Es gibt hier Dinge, die wusste ich noch gar nicht.
Was soll jetzt Tolles an der Harpune dran sein? Ach so. Das ist mir gerade nicht mal aufgefallen. Gibt's sonst noch andere Sachen, die man jetzt hier so auf die Schnelle... Nö. Einfach nö. Aber so ein NG Plus in Tomb Raider 2 würde mich jetzt auch gar nicht so reizen. Aber... Moment. Konnte man nicht hier auch diesen komischen Handstand machen? Okay. Aber gut, NG Plus kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht bei Tomb Raider. Das ist, ja, aber warum das nicht angezeigt wird mit dem Cat Jam, weiß ich tatsächlich nicht. Dream Elements. Wollen wir das on the fly reparieren? Login. Mit Twitch. Falls wir es on the fly hinkriegen. Gut, was ich hier alles offen habe. Ich wollte eigentlich noch gucken, ob wir irgendwie raiden können. Schauen wir mal. Ich What? Achso, weil das Falsche im Vordergrund ist. Meine Güte. Nee. Gibt es auch keinen, den man raiden kann. Gut, also, wie gesagt, ab Sonntag wird dann Breath of the Wild, also erstmal den Sonntag, vielleicht will ich auch den Montag einen Stream dazwischen schieben, weil ich Mittwoch ja Geburtstag habe, wo ich nicht streamen werde, weil Besuch kommt. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder bei Breath of the Wild. Ansonsten... Bei einem späteren Projekt oder bei irgendwelchen anderen spontanen Streams, falls es sich zeitlich mal ergeben sollte, jetzt wo die Kegelsaison vorbei ist, habe ich auch vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit. Schauen wir mal. Wenn nicht, einen schönen Abend noch und schaut mal wieder rein.